Mein Name ist Anne Grünert und ich bin psychologische Psychotherapeutin und ich bin vom Schwerpunkt Verhaltenstherapeutin. Ich führe hier in der Klinik sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien durch. Das heißt, in den Einzelgesprächen wird ganz individuell auf die Patienten mit eingegangen. Wenn Bedarf besteht und darüber hinaus in den Gruppentherapien, da führen wir sowohl Gesprächskreise, Seminare durch, wo wir Wissen, Inhalte vermitteln. Zum Beispiel, was ist Stress eigentlich, wie entsteht der und wo kann man ansetzen. Typischerweise kommen die Patienten mit Erschöpfungszuständen, das heißt so ein ausgebrannt fühlen, wie im Hamsterrad fühlen. Das geht dann manchmal auch in Richtung depressive Zustände schon. Häufig auch Angstzustände, Sorgen, Verlustängste, gerade hinsichtlich der Kinder auch. Es ist hier sehr gut, dass die Patienten einfach mal aus dem Alltag rauskommen können. Das heißt, den Abstand von zu Hause, von dem Umfeld, was alltäglich immer wieder zur Belastung auch führt, und sie hier einfach mal die Zeit haben, auch zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen und mal wieder in sich reinzuspüren, was ihnen eigentlich was bedeutet, worum es eigentlich geht und was wichtig ist. Und das klappt gar nicht, wenn man die ganze Zeit nur am Funktionieren ist. Deswegen ist hier diese Auszeit sehr gut dafür geeignet. Die Klinik ist relativ neu gestaltet, das heißt, wir haben viele neue Räume, die eine ansprechende Arbeitsatmosphäre auch mitbieten. Also es ist wirklich schön, hierher zu kommen, so auf dem Land ein bisschen gelegen, in der Natur, dass man auch zwischendurch einfach mal rausgehen kann, frische Luft und Kraft tanken kann. Darüber hinaus auch mit einem Gefühl der Ruhe sozusagen hier auch wieder rausgehen kann. Ich finde es sehr schön, dass man hier sehr individuell auch auf die Patienten eingehen kann. Das heißt, man lernt als Therapeut alle Patienten in den Gesprächskreisen immer mit kennen. Und wenn man jetzt merkt, hat einer noch größeren Bedarf, braucht mehr Unterstützung, dann ist da immer die Möglichkeit, da noch gezielter drauf einzugehen, dass man da selber auch merkt, man kann wirklich helfen. So, das bringt auch was.